fließend reingehen. Ja, hallo. Ja. Okay. Ja. Ja, nee, alles klar, können wir gerne machen. Ja. Ja, okay. Ja, selbstverständlich. Okay, gut. Alles Gute für dich. Ja, tschüss. Ja, gern. Ja, hallo. Ach, das ist aber schade. Ja, selbstverständlich. Ja, wenn du aber Hilfe brauchst, wir machen den Termin. Na klar, wir streichen den. Hey, gut, bis dann. Ja, tschüss. So. Genau. Wäre vielleicht auch eine Idee, wenn. Tina. Ja, wunderbar. Um 10 Uhr. Ja, aber wenn in der Zwischenzeit irgendwas sein sollte, dann meldest du dich bitte und wir telefonieren ruhig nochmal, dass du. Und dann machen wir dann den nächsten Termin dann am 12. Mai um 10 Uhr. Ja, wunderbar. Dann hören wir uns. Da, ja, das können wir gerne machen. Und wenn irgendwas sein sollte, meldest du dich halt vorher nochmal. Ansonsten. Wann hast du denn den nächsten Gynäkologentermin? Ja, wunderbar. Okay, bitte. Nee, das stimmt. Also ich kann noch gut arbeiten und gehen ist also gar nicht mehr sind die Kurse, die ich hier stattfinden lassen kann. Die Hausbesuche bei den Wöchnerinnen, also bei den Frauen, die entbunden haben, die kann ich ganz normal weitermachen. Natürlich mit den eingehaltenen Hygienemaßnahmen. Ich trage Mundschutz, ich habe Handschuhe an, ich desinfiziere mir selbstverständlich die Hände.
Und wenn ich auf Abstand gehen kann, gehe ich auf Abstand. Aber ansonsten, wenn ich mit dem Kind arbeite, wie zum Beispiel eine Bauchmassage oder halt natürlich auch das Kind wiege, dann habe ich halt meine Schutzmaßnahmen oder meine Schutzkleidung an. Nein, die können auch hier noch in die Praxis kommen. Auch da habe ich alles für die Frau, dass sie hygienisch hier hineinkommen kann. Ich habe meine Hygienemaßnahmen und sie können auf jeden Fall immer noch hierher kommen und wir halten die Sicherheitsabstände dann auch ein. Es ist für die Frauen sehr wichtig, weil wir Hebammen schon noch ein Ansprechpartner sind, neben den Frauenärzten und dass die Frauen einfach noch die Sicherheit haben, dass wir eben auch noch für sie da sind. Es ist sehr wichtig, dass wir schon weiterarbeiten können. Ja. Auf jeden Fall. Es sind auch Termine da, die dann auch abgesagt werden von den Frauen, wenn sie sagen, der ist jetzt nicht ganz so wichtig oder wir telefonieren. Also es geht auch viel über Videokonferenzen, sei es in den Kursen, sei es mit den einzelnen Frauen selber. Also das hat sich schon verändert, was ich früher nicht gemacht habe per Video. Ist ja ganz klar, aber das ist schön, dass ich das jetzt so machen kann und dass wir oder dass ich so arbeiten kann oder dass mir die Möglichkeit oder uns die Möglichkeit gegeben wird, dass halt auch dieses Medium dann auch zu nutzen. Natürlich ist es viel schöner, wenn die Frauen dann hier vor Ort sind, dann kann ich natürlich auch mehr noch mit den Frauen arbeiten, aber total gut, dass es sowas gibt. Ja, die Frauen sind schon anders oder müssen sich anders informieren, informieren sich anders. Jetzt wird leider auch viel im Internet geguckt und wie wir ja wissen, steht da auch nicht immer das Richtige da drin. Viele Frauen möchten einfach jetzt nicht hierher kommen und möchten einfach den engen Kontakt haben, sodass manchmal ich dann wieder raushöre, dass doch eine größere Unsicherheit da ist und sie dann aber auch schon froh sind, wenn ich ihnen das anbieten kann, dass sie dann doch mal hier in die Praxis kommen. Also das wird immer wieder angenommen. Wie gesagt, es werden aber auch ein paar Termine abgesagt. Die Schwangeren sind in dem Sinn keine Risikogruppe. Sie sind ja junge, gesunde Menschen. Und diese jungen, gesunden Menschen, haben wir ja schon viel gehört, infizieren sich nicht so schnell, weil das Immunsystem viel besser ist. Die Kinder werden im Mutterleib auch nach dem heutigen Stand nicht infiziert, sodass ich natürlich nicht ausschließen kann oder niemand kann es ausschließen, dass ich eine Schwangere infizieren könnte. Aber der Stand, soweit ich es halt auch weiß, ist nicht, dass die Frauen sich infizieren können, sodass sie schon auch ein bisschen beruhigt sein könnten. Einmal natürlich mit Mundschutz zu arbeiten, sowohl ich als auch die Frauen. Und mit Handschuhen, Desinfektion, Händedesinfektion. Oder ich biete Ihnen an, wenn es um eine Beratung geht, wie sonst auch, telefonische Beratung. Oder jetzt im Moment können wir ja auch per Video auch Beratungen abhalten. Und das wäre halt die Alternative. Das wäre dann der Meisterabstand dann, ne?